Lass uns ein Winkelspiel spielen. Ich habe hier diese komische Figur gezeichnet. Ich zeige euch ein paar Winkel und ich möchte, dass ihr einen von diesen Winkeln berechnet. Lass uns die Winkel aussuchen. Nehmen wir an, dass dieser Winkel 56 Grad und der andere 115 Grad ist. Also, was ich möchte, und das ist eigentlich das Ziel des Spiels, ich möchte, dass ihr herausfindet, wie viel dieser Winkel beträgt. Wenn ihr mutig seid, dann könnt ihr den Video anhalten und versuchen, die Aufgabe selber zu lösen. Wenn ihr wollt, können wir es zusammen machen. Oder ich mache die ersten Schritte und ihr macht den Rest alleine weiter. Aber ich zeige euch gleich, wie ich diese Aufgabe lösen würde. Ihr habt schon alles, um diese Aufgabe zu lösen. Ich möchte, dass ihr es begreift, weil das eine der Schlüsselfragen bei den Tests ist. Ach, ich habe das Kernstück vergessen. Ihr sagt vielleicht, dass ihr es nicht lösen könnt. Ihr könnt das nicht, weil ich euch einen wichtigsten Teil nicht mitgegeben habe. Diese gerade hier und diese hier sind zueinander parallel. Das zeigt, dass die parallel sind. Also, was können wir mit dieser Figur tun? Immer, wenn ich eine solche Aufgabe löse, sei es ein Winkelspiel oder sagen wir ein Test, dann errechne ich buchstäblich jeden Winkel, den ich errechnen kann, und allmählich versuche ich, zu dem gewünschten Winkel zu kommen. Mal sehen, was wir hier rausfinden. Ich schreibe alles mit der blau-grünen Farbe auf. Also, dieser Winkel ist 46 Grad, stimmt's? Diese Geraden sind zueinander parallel und diese Gerade schneidet die beiden. Was haben wir also? Mal sehen, welcher Winkel entspricht dem hier? Dieser Winkel, stimmt's? Und was wissen wir von den Stufenwinkeln bei parallelen Geraden, die durch eine andere Gerade geschnitten sind? Der ist auch 46 Grad, weil die Stufenwinkel gleich groß sind. Wir können die Größen von weiteren Winkeln herausfinden. Dieser Winkel hier ist auch 46 Grad, aber damit können wir unserem Ziel nicht näher. Dessen Stufenwinkel ist auch 46 Grad, aber das hilft uns auch nicht weiter. Wir können errechnen, dass dieser Winkel 124 Grad ist. Das ist auch keine große Hilfe. Ich zeige euch bloß, was ihr noch rausfinden könnt, wenn ihr beim Winkelspiel mitmacht. Also, ich soll rausfinden, wie viel dieser Winkel beträgt. Über diesen wissen wir Bescheid. Sie sind in einem Dreieck, stimmt's? Ihr seht dieses Dreieck. Wenn wir bloß seine Größe wüssten, könnt ihr ermessen, wie viel er beträgt? Das ist ein Supplementwinkel zum 140-Grad-Winkel, stimmt's? Also, diese grüne Winkel plus dieser lila Winkel ergeben 180 Grad. Und dieser Winkel ist gleich 180 minus 150 Grad. Und wie viel ist das? 65 Grad. Wir haben gerade gesagt, dass die Geraden parallel sind. Deshalb sind deren Stufenwinkel gleich. Und jede ist 46 Grad. Diese grüne und diese blaue sind Supplementwinkel. Der Winkel hier ist 140 Grad und diese hier ist 65 Grad. Denn 180 minus 115 ist gleich 65. Ich denke, ihr seht schon, was wir schon erreicht haben. Wir haben zwei Winkel im Dreieck ermittelt. Wenn uns zwei Winkelgrößen im Dreieck bekannt sind, wie lässt sich der dritte berechnen? Wir wissen, dass alle drei Winkel im Dreieck zusammen 180 betragen, stimmt's? Nennen wir diesen Winkel x. Wir wissen, dass x plus 56 plus 65 ist gleich 180 Grad. Wie viel ist 56 plus 65? Oh, ich bin immer durcheinander bei Addition und Subtraktion. 5 plus 6 ist, ich glaube, 121 ist gleich 180. Und x ist gleich, sehen wir mal, 180 mit 20 ist gleich 60. X ist 59. X ist 59. Gehen wir weiter. Wir haben die erste Aufgabe in unserem Spiel mit Winkel gelöst. Ihr seht die.
Nun wollen wir eine schwierigere Aufgabe lösen. Hier gibt es vielleicht keine parallele Geraden. Ich möchte euch bloß alles zeigen, was wir über parallele Geraden, Dreiecke, Winkel und deren Addition gelernt haben. Also, in dieser Aufgabe geht es um einen Stern. Wir zeichnen also eine Gerade von hier bis hier und von hier bis hier und noch eine und vierte und fünfte. Was wissen wir darüber? Wir wissen, dass dieser Winkel 75 Grad ist. Oh Junge, das ist ein falsches Werkzeug. Der Winkel ist 75 Grad. Dieser Winkel ist auch 75 Grad. Und dieser Winkel hier ist 101 Grad. Eure Aufgabe besteht darin, den Winkel hier zu berechnen. Wie viel beträgt dieser Winkel? Es ist gerade die Zeit, das Video anzuhalten, weil ich jetzt die Lösung zeige. Also, was können wir machen? Dieser Winkel, oh, ich mag dieses Winkelspiel. Also, wenn dieser Winkel 101 Grad gleich ist, welche Winkelgröße können wir herausfinden? Wir können eine Menge Winkel bestimmen. Lass mich die Farbe wechseln. Dieser Winkel ist 101 Grad und sein Supplementwinkel ist also 79 Grad. Stimmt das? Dieser hier ist auch 79 Grad, weil der auch ein Supplementwinkel ist. Der Winkel hier ist ein Gegenwinkel, also er wird genauso 101 Grad gleich sein. Was können wir noch herausfinden? Wir können auch diesen Winkel berechnen, weil wir ein Dreieck haben. Dieser Winkel plus diese beiden betragen zusammen 180 Grad. Stimmt's? Wir nennen diese Winkel B. B für blau. Also B plus 75 plus 75 ist gleich 180. Ich mache das mit Hilfe von diesem Dreieck hier. B plus 150 ist gleich 180. Also B ist gleich 30 Grad. Wir haben es herausgefunden. Nun, was werdet ihr tun, wenn ich sage, dass ihr bereit seid, diesen gelben Winkel zu berechnen? Es ist vielleicht nicht offensichtlich für euch. Schaut euch dieses Dreieck von einer anderen Seite an. So etwas kommt sehr oft bei Tests vor. Deswegen erkläre ich euch das. Ich gebe euch einen Tipp. Seht euch dieses Dreieck an. Keine passende Farbe. Ich soll rote Farbe nehmen, damit es wirklich gut zu sehen ist. Ich muss euch gestehen, dass das Schwierigste in dieser Aufgabe ist, das richtige Dreieck zu sehen. Und sobald ihr das seht, versteht ihr, dass ihr alles lösen könnt. Seht euch dieses Dreieck an. Diese Winkelgröße kennen wir, die ist 101 Grad. Diese hier kennen wir auch, die haben wir eben berechnet, der ist 30 Grad. Wir sollen bloß herausfinden, wie viel der gelbe Winkel beträgt. Nennen wir ihn x. Also x plus 101 plus 30 ist 180. X plus 131 ist 180. Wie viel ist x? 49. Sehr gut. Wir haben die zweite Aufgabe in unserem Winkelspiel gelöst. Ich glaube, unsere Zeit ist um. Im nächsten Video löse ich vielleicht mehr Winkelspielaufgaben. Bis bald!